Hallöchen, da sind wir zu einer neuen Folge Redstone-Schule. Aber warte mal, Busch, haben wir nicht irgendwas vergessen in der Vergangenheit? Ja, stimmt, du hast in deinen Folgen immer mal wieder was angekündigt, ne? Richtig, da war was schon. In der ersten Folge hatten wir was gesagt, in der zweiten, in der dritten und so weiter. Immer wieder, ja, das zeigen wir auch mal und ja, da machen wir auch mal eine Extra-Folge und irgendwie, ich glaube, das sollten wir jetzt mal langsam nachholen, oder? Ja, ich denke, gleich aus der ersten Folge fangen wir gleich an mit Speicherzellen waren das, glaube ich, die es angekündigt hat. Speicherzellen? Ne? Also sowas, wie wir hier gerade auch draufstehen? Ja, genau. Gute Idee. Na gut, dann bereiten wir das schnell vor und dann sehen wir uns gleich wieder in der Redstone-Schule. Und da sind wir schon auf dem Gelände der Redstone-Schule mal wieder. Und hinter mir ist der Busch hier schon fleißig, wie es am Basteln noch. Ja, ja, der wurde nicht rechtzeitig fertig. Ich habe ihm eben gewarnt, dass ich anfange, aber er hat gesagt, ja, ja, er kommt gleich. Naja. Ja, ja, ich bin schon da. So, wir haben heute, ihr habt es eben schon gehört, wir haben heute Speichermodule, beziehungsweise 1-Bit-Speicherzellen oder wie auch immer ihr sie nennen wollt. Ja, wofür man die braucht, erklären wir gleich. Und jetzt zeigen wir euch erstmal, wir haben jetzt so ein paar Versionen aufgebaut. Zum Beispiel die erste hier. Ihr seht, jetzt ist hier das Licht an. Die Fackel hier unten ist aus. Und da drüben ist die Fackel an und das Licht aus. Wenn wir jetzt hier auf den Knopf drücken, passiert nichts. Denn der Zustand ist schon eingeschaltet. Ja, wir sehen, die Fackel wird von hier, gibt sie ein Signal an das Redstone. Das geht in den Block, geht hier in die Redstone-Laterne und sie leuchtet. Wenn wir jetzt aber hier drüben klicken, dann setzen wir das Ganze quasi zurück. Oder, naja, zurücksetzen ist nicht ganz richtig. Wir verändern den Zustand. Ja, das heißt, wir haben durch, man könnte sagen, einen Kurzschluss, weil wir hier ein Signal auf diesen Block gegeben haben und diese Fackel ausgegangen ist. Da hat sofort die Fackel hier drüben die Gelegenheit anzugehen. Und somit haben wir jetzt den Block leuchten und der hier ist aus. Ja, und so kann man das immer hin und her schalten. Und das Ganze mit einem einfachen Knopf. Deswegen Speicherzelle. Hätten wir einen Hebel, hätten wir es sowieso Dauer an. Aber wir speichern das eingehende Signal mit dem Knopf. Und deswegen, auch wenn der Knopf wieder ausgeht, wie man es hier sieht, bleibt dieser Zustand erhalten. Das ist eigentlich die Grundfunktion einer Speicherzelle, einer jeden. Das ist die ganz, ganz kompakte Variante. Ja, die haben wir zum Beispiel eingesetzt, oder hatte ich schon mal eingesetzt, die haben wir jetzt wieder weggenommen, weil wir ein bisschen anderes Verfahren benutzen, bei meiner Tic-Tac-Toe-Baustelle. Letztlich, die eine Seite hatte ich verwendet, um ein Bild auf dem Display anzuzeigen, ein X oder ein O. Und die andere Seite habe ich verwendet dann für das Rücksetzen des Signals, damit das Display wieder ausgeht. Ja, das kann man unterschiedlich nutzen. Hier hatten wir es, um 2 Quellen anzusteuern, mal das. Oder man kann halt auch an und aus damit machen und viele weitere Funktionen. So, Busch, was haben wir hier? Ja, hier haben wir eben auch Speicherzellen, die gehen aber ein bisschen nach oben, sind dafür aber auch schmaler. Da haben wir ebenfalls wieder diese 2 Fackeln, die sich gegenseitig ausschalten, je nachdem, wo gerade das Redstone-Signal ist. Ne, wird dann die eine ausgeschaltet oder eben die andere. Partikel hier oben drauf schön, weil hier unten die Redstone-Laterne, nein, Laterne nicht, die Redstone-Fackel angegangen ist, leuchtet jetzt hier oben das Signal und erlicht damit diese Fackel. Und wenn der Busch jetzt wieder drauf drückt, haben wir die Fackel kurz geschlossen, wie ich es eben wieder gesagt habe. Sie geht aus, da oben das Signal geht aus und damit hat diese die Chance anzugehen. Und jetzt kann man natürlich hier links unten oder rechts oben, kann man jetzt ein Signal abnehmen und damit Sachen ansteuern. Ja, genau. Man muss hier unten nur darauf achten, dass eben diese Redstone-Leitung in den Block reingeht, wenn man sie eben zur Seite verlegt. Dann funktioniert das Ganze nicht. Jetzt lege ich mein Signal nach oben. Na, und jetzt, wenn ich hier unten drücke, dann wird ja die Fackel, die an diesem Block dran ist, gar nicht deaktiviert. Deswegen genau. Der Block muss befeuert werden. Ja. Genau. Es funktioniert auch, wenn es hier punktförmig ist oder sowas, aber man muss auf jeden Fall diesen Block bepowern. Das Schöne an dieser hier ist, man kann sie auch ums Eck rumbauen und nimmt nicht so viel Platz weg. Bringt man die Redstone-Fackel unten einfach seitlich an. Und das hier funktioniert genauso gut. Genau. Ganz kurz nochmal, was meint er mit ums Eck rum? Ihr habt gesehen, hier ist unten die Fackel linke Seite, oben die Fackel rechte Seite. Das heißt, das ist in einer Linie im Grunde aufgebaut. Hier ist es so, wenn wir uns hinstellen, wir sehen plötzlich die Fackel links am Rand und da ist die Fackel nach wie vor drunter. Also so gesehen ums Eck gebaut. Ja, genau. Diese Speicherzelle hier, die verwenden wir jetzt momentan eben in einer etwas komplexeren Ausführung, um 3 Zustände zu speichern, ebenfalls auch beim Tic-Tac-Toe.
So als Beispiel. Oder halt auch bei Nummernpads, bei eben Eingaben, die in der richtigen Reihenfolge stattfinden müssen oder so. Genau, dieser 9er-Zahlenblock, den habt ihr mit Sicherheit schon mal irgendwo gesehen. Kann man ein Türschloss mitbauen oder ähnliches. Dafür sind die Dinger sehr gut geeignet, aufgrund ihrer Kompaktheit vor allen Dingen. Ja, und weil man da sehr viele nebeneinander stellen kann, weil die eben in eine Richtung zeigen nur. Genau. Genau. So, dann haben wir hier noch eine kleine spannende Maschine. Die Leute, die auf Pistons stehen und immer gern was bewegt haben wollen, die freuen sich mit Sicherheit hierüber. Denn was sehen wir hier? Wir haben hier eine Fackel, wir haben hier Redstone, das ist befeuert. Das befeuert hier theoretisch den nächsten Block, der ist nur nicht vorhanden. Und deswegen gibt es auch kein Signal, dass hier rüber geht. So, fährt sich jetzt der Piston aber aus. Zack, haben wir das Signal da hinten. Wenn wir jetzt nochmal drauf drücken, bleibt der Piston aber oben, weil er hatte einmal Signal und er wird jetzt mit befeuert von diesem Signal hier oben, was ich eben gezeigt habe. Das heißt, es befeuert diesen Block und gleichzeitig das Piston darunter. Wenn wir den Block also wieder runterfahren wollen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als genau den linken Knopf zu drücken. Damit geht die Fackel kurz aus, der Piston zieht den Block wieder runter, der Block ist weg und die Verbindung hier rüber ist vorbei. Also im Grunde macht es das gleiche wie das andere drüben, ist nur deutlich weniger kompakt. Und dieser hier hat eben auch noch einen kleinen Vorteil, den wir eben hier daneben sehen. Achso, ja, richtig. Wir haben ja hier noch unsere Zählzelle, unsere Zählspeicherzelle. Gucken wir mal. Ich stelle mich mal so hin, dass jeder zugucken kann, so, und dann zeigst du einfach mal, was die kann. Ja, also zuerst mal haben wir hier ja wieder einen Knopf und hier haben wir einen Signalverkürzer drin. Den kennen wir ja aus einer der letzten Folgen. Und wenn ich jetzt hier ein Signal drauf gebe, dann fahren diese drei Pistons ganz schnell aus. Aber nur der allererste Piston hier hat einen Repeater, der befeuert ist. Und deswegen bleibt auch erstmal nur der erste Piston ausgefahren. Dadurch wird jetzt der zweite Repeater befeuert und wenn ich nochmal drauf drücke, dann fährt jetzt auch der zweite aus. Und wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, fährt der dritte aus. Oh, jetzt sind sie auch schon direkt eingefahren. Das habe ich noch nicht beabsichtigt. Da war noch eine Fackel zu viel. Zumindest für diesen Moment. Oder das Signal, genau. Genau. So, wenn ich jetzt dreimal gedrückt habe, bleiben sie ausgefahren und hier diese Lampe geht an. Jetzt gibt es noch den kleinen Vorteil, wenn ich jetzt hier hinten das Redstone-Signal einmal rumlege, genau, also bis an den Anfang. Genau, hier von der Fackel einmal hinten vorbei mit einem Abstand, das ist wichtig. Mit einem Abstand und dann hier wieder rüber. Ja, dann wird in dem Moment, wenn hier der letzte Block ausfährt, die Leitung aktiviert, die Fackel geht aus und da hier oben dann kein Signal mehr durchgeht durch die Blöcke, fahren sich die Pistons wieder ein. Ich stelle mich mal hier hin, dann kann man das besser sehen. Also, ja. Bursche macht den ersten an, zweiter, dritter, das Signal geht hier durch. Ihr habt es gesehen, die Leitung geht an und hinten wird die Fackel kurz erlichen. Bis hier die Pistons wieder runtergefahren sind und dann fängt das ganze Spiel von vorne an. Damit könnt ihr Dinge abzählen. Also in diesem Fall jetzt 3, das würde auch mit 2 oder 1 gehen, würde theoretisch gesehen auch ein bisschen länger noch gehen. Nur irgendwann macht das keinen Sinn mehr, auf diese Art zu bauen. Genau, irgendwann mal würde ich dann eher damit arbeiten, dass ein Redstone-Signal schwächer gezählt wird oder dass die Items einem Spender abgezählt werden oder sowas. Aber das können wir irgendwann mal auch zeigen. Ja, das ist halt ein ganzes Stück komplizierter und wenn ihr einfach eine Zählmaschine braucht, die ihr schnell und selbst mit wenig Aufwand und Material und geringen Kenntnissen in Redstone bauen könnt, dann ist das hier genau eure Maschine. Ja, ein was Wichtiges gibt es hier noch und zwar die Repeater, die hier oben zwischen den Pistons stehen, die müssen eine Verzögerung haben, damit sie das Signal, welches sie dann eben durch die Blöcke bekommen, erst etwas später an den nächsten weitergeben. Ansonsten, ich stelle es mal aufs ganz kurze, ansonsten bleiben gleich mehrere Blöcke oben. Genau, genau. Eine andere Variante mit Droppern, richtig? Ja, genau. Hier mit Spendern eben, da ist ein Item drin. In dem Fall habe ich jetzt eine Enderperle reingelegt. Wir können jetzt reinschauen. Da liegt die Enderperle und hier im zweiten ist nichts. Genau, und zwar wird hier jetzt eben mit den Komparatoren ausgelesen, in welchem Spender das liegt. Da könnte man jetzt eben die Spender direkt ansteuern. Dann führt es eben dazu, dass immer auf der Seite, wo der Spender befeuert wird, das Item drin liegt. Ups. Oder man steuert einen Block direkt neben den Spendern an. Zack. Dann liegt das Item immer im gegenüberliegenden Spender. Genau, so je nachdem, wie man es gerne hätte. Ja. Genau. Ja, so viel dazu. Wir werden demnächst wieder ein praktisches Anwendungsbeispiel bringen. Das heißt, jetzt hatten wir wieder Grundschaltungen
Und wir planen jetzt gerade weitere Folgen, in denen wir dann auch wieder was zum Nachbauen machen. Und ich habe mir überlegt, dass ich in Zukunft für euch auch Schematikas erstellen werde, die ich unter die Videobeschreibung hänge, so dass ihr dort euch die Schematika runterladen könnt und die Sachen nachbauen. Und ja, dann habt ihr es noch ein bisschen einfacher. Ich empfehle trotzdem, und das wiederhole ich mich immer wieder, trotzdem die Folgen komplett zu schauen und zu verstehen, wie die Dinge funktionieren. Eine Maschine zu betreiben, gerade komplexere Maschinen, oder wie viele Leute gibt es auf Griefer Games, die ein Casino betreiben, ohne zu verstehen, wie es überhaupt funktioniert. Und das halte ich halt für grob fahrlässig. Das führt dazu, dass Leute abgezogen, gescampt werden, verletzt werden, wie auch immer. Und deswegen schaut trotzdem die Schule fertig. Macht euch schlau, wie die Dinge funktionieren, baut sie dann nach und dann könnt ihr auch A, selbst Probleme lösen, B, keinen übers Ohr hauen oder dann halt bewusst, aber das solltet ihr nicht tun und C, naja, ich mache die Folgen ja nicht, dass ihr nur die Schematik runterladet, ne? Ja, und selbst könnt ihr dann ja auch irgendwann mal größere Bauten an Redstone machen. Und nicht vergessen, am Montag um 21.15 Uhr den Livestream einschalten, live dabei sein, mitgucken. Manchmal gibt es vielleicht auch einen ganz kurzen Stream zwischendurch, ganz spontan, wenn ich Zeit und Lust dazu finde. Ansonsten wieder jeden Donnerstag 17.30 Uhr Redstone-Schule und mal schauen, was zwischendurch noch so passiert. Euer Rouge83 und euer Pisch. Kanal abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren nicht vergessen.